Am 1. März 1974 wurde in Niedersachsen die Kommunalreform vollzogen. Hier entstanden viele Samtgemeinden, Gemeinden oder Städte in ihrer heutigen Form. Siegel, Bassum, Twistring, die Gemeinde Weihe oder Stur, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen und so weiter, um ein paar Gemeinden und Städte aus unserer Region zu nennen. Wir stehen hier vor dem Rathaus der Gemeinde Weihe. 1985 wurde hier der Grundstein gelegt, 1987 war die große Einweihung. Die Gemeinde Weihe, die 1974 entstand, also zur Kommunalreformzeit, brauchte ein neues und größeres Rathaus, denn aus den Gemeinden Kirchweihe, Leeste und Sudweihe wurde die neue Gemeinde Weihe geschaffen. Und diese ist auch schon damals bekannt als Großgemeinde. Heute hat sie 31.000 Einwohner plus minus und ist zusammen mit Stur die größte Kommune im Landkreis Diepholz. 1974 gehörte die Gemeinde Weihe noch zum Landkreis Grafschaft Hoya. Dieser wurde ja bekanntlich 1977 aufgelöst und Weihe somit ein Teil des Landkreises Diepholz. Große Widerstände in unserer Region gegen die Kommunalreform gab es soweit nicht. Lediglich Leeste und Brinkum, die eigentlich fusionieren wollten, hatten einigen Widerstand gezeigt. Doch wir wissen ja heute, dass es nichts half. Brinkum wurde ein Ortsteil der Gemeinde Stur und Leeste mit seinen Ortsteilen Erichshof und Melchershausen wurde ein Teil der Gemeinde Weihe. Zu einer der ersten Fusionen kam es 1972 in Tettinghausen. Das alte Amt Tettinghausen wurde aus dem Landkreis Braunschweig ausgelöst, beziehungsweise der Landkreis Braunschweig wurde ja aufgelöst. Tettinghausen war eine Exklave dieses Landkreises und mit der Gemeinde Riede aus dem Landkreis Grafschaft Hoya sowie Blender, Morsum und Wulmsdorf wurde man eine Samtgemeinde und ein Teil vom Landkreis Verden. Auch in der heutigen Zeit finden noch Fusionen statt, gewollt oder nicht gewollt. Goslar zum Beispiel mit der ehemaligen Stadt Fiedenburg oder die Samtgemeinde Eistrup, die zur Gemeinde wurde und ein Teil der Samtgemeinde Hoya wurde. Welche weiteren Fusionen es geben wird, bleibt abzuwarten. Es darf gespannt sein, wie sich die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden entwickeln. Es gibt ja immer wieder Überlegungen, zum Beispiel die Samtgemeinde Reden im Südkreis von Diepholz aufzulösen und als Gemeinde zu vereinigen. 2023 hat auch die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen diese Überlegung in den Samtgemeinderat eingebracht. Wie dort die Ergebnisse sein werden, bleibt abzuwarten. 50 Jahre Kommunalreform. Ein Grund zu feiern oder was sagt ihr?